Nein! Sieg. Das hört sich doch gut an. Startgebiet wählen. Wähle das Ursprungsland deiner Seuche. Ja, ich bin Deutschland. Starke Flüssigkeitsbildung in Lungen. Nee, ich will jetzt erstmal, dass das Ding richtig ansteckend ist. Ja, Ausschlag. Die Haut ist mit Blasen überzogen und schmerzt. Das hört sich doch gut an. Weil dadurch steigt ja nochmal das Infektionsrisiko. Zentraleuropa wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land... 3, 2... 1. PA1 wird die Menschheit vernichten. PA1 hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Ey, das ist wirklich ein richtiger Apokalypsen-Stil. Sieg. Fühlt sich nicht wie einer an. PA1 hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Na, dann lass uns mal über das Wasser gehen. Aber wir sind hauptsächlich noch in Europa. Ansteckender als Tuberkulose. Gutes Ding. Mexiko ist das erste Land, das die Ausbreitung von V9 durch verschärfte Einreise- und Ausreisebestimmungen einzuschrecken versucht. Ja, ja. Probiert mal. Aber sie sind jetzt schon bei 10-11%. Sporen können aus eigenem Antrieb nur kurze Strecken zurücklegen. Okay. Wir breiten uns heute als erstes in Spanien aus. Weißt du warum? Weil da, guck mal hier. Die haben so viel Küste. Das ist perfekt für den Fußpilz. Ich habe mir halt so einen Guide angeguckt. Organfässer. Doch, es ist mutiert. Es geht los. Ja, aber wir schaffen es nicht rechtzeitig. Heilmittel fertiggestellt. Nein! Nein, es sind wieder... Junge, ihr wollt mich doch verarschen. Ich war so nah dran. Wow. Mann, das Spiel schlägt mir schon vor, in den Anfängermodus zu gehen. Nein. 20 Minuten später. So, ich glaube, diesmal sieht's gut aus. So, komm, jetzt nochmal schön hier ein paar DNS-Punkte absabbeln. Und jetzt ist auch gleich die komplette Welt schön loggerfloggig infiziert. Dann gehe ich jetzt rein ins vollständige Organversagen. Einfach schneller sein als die blöde Heilung. Und dann läuft das auch. Da diese Arzneimittelresistenz wird einfach rückentwickelt. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder... Es sind doch sowieso alle infiziert. Dann lass mich doch das mal alles schön hier zurücknehmen. Ach Mist, das Arzneimittelresistenz hätte ich schon behalten sollen. Weil dadurch kann ich ja erst diese Rückentwicklung... Ich krieg's einfach nicht hin. Zack, Ägypten. Da machen viele Leute immer Urlaub in Ägypten, oder? Ich war noch nie da. Ein Kollege von mir hat mal mit seiner damals... Obwohl, nee. Damals, die waren gar keine... Die waren nicht zusammen, sondern es waren... Beste Freunde. Das war die ultimative Friendzone. Aber wir sind schon bei 3,3 Millionen. Das ist doch eine ganz nette Sache. Ja, ja. Oh, jetzt kommen sie überall. Der Gehirnwurm legt jetzt richtig los. 23 Points. Eier 1. Dass wir Gehirne... Eier in die Gehirne abgeben. Oh ja. So, willkommen bei Black Ink. Du bist eine neue Krankheit. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Ja, das probiere ich. Falls ich heute noch verplanter bin, liegt das daran, es ist unfassbar heiß heute. Und mein Gehirn schmilzt. So, Startgebiet. Ich würde ganz gern nochmal Deutschland befallen. Gehirnfresser hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV. Ja, wunderbar. Na, ich gehe aber, ich will hier in die Arzneimittelresistenz, damit Deutschland und Amerika und so weiter schön weggeballert werden. Aber nee, Deutschland ist noch gar nicht. Boah, Indien ist schon... Als ob. 1,4 Milliarden schon am Start. Das Alltagsleben in Deutschland steht durch den Gehirnfresser vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Was? Wieso denn 95? Hä, das ist hochgesprungen. What? Ja, schade. Ah, Mist. Ja, Gehirnfresser. Also wir haben 2 Milliarden Leute, konnten wir wegmachen. Niederlage. Ah, Mist.